Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch einen fantastischen, raffinierten Kuchen mit drei verschiedenen, wundervollen Schichten. Ich werde ihn heute mit einer Erdbeer-Rhabarber-Fülle zubereiten. Man kann diese auch ersetzen durch Kirschen oder andere Beeren oder auch andere Früchte. Also übers ganze Jahr ist dieser Kuchen einfach fantastisch und variabel und schmeckt traumhaft lecker. Ja, und er besteht aus einem Mürbeteig, einer leckeren Fruchtfüllung, wie gesagt, bei mir jetzt hier Erdbeeren und Rhabarber, einer fantastischen hellen Joghurt-Käsekuchenfüllung und obenauf einer knusprigen Decke aus Mürbeteig und Mandelblättchen und etwas Zucker. Also wirklich fantastisch und wir machen uns gleich an die Zubereitung des Mürbeteigs. Das Rezept müsst ihr nicht mitschreiben, ihr findet es wie immer hier oben auf dem kleinen i und hier direkt unter dem Titel in der Videobeschreibung. Da findet ihr alle anderen wichtigen Infos noch zum Rezept und auch den Link zu meinem Blog, zum Rezept, zum Nachlesen und zum Ausdrucken. Und vergesst bitte auch nicht, den Kanal zu abonnieren, denn jeden Sonntag gibt es hier ein neues Torten- oder Kuchenvideo, immer sonntags um 10. Und damit ihr keins verpasst, könnt ihr auch gleich die kleine Glocke hier unten aktivieren. Dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Ja, und wir starten ins Rezept. So, für unseren leckeren, ganz speziellen Mürbteig nehmen wir uns 3 Eigelb. Die 3 Eiweiß verwenden wir nachher für die Käsekuchenfüllung, also die noch beiseite stellen. Hinzu kommen 50 Gramm Zucker, natürlich eine Prise Salz und wir können auch einen Teelöffel Vanillepaste hinzugeben. Ganz nach Wunsch, das muss nicht unbedingt sein, aber ich mache gern noch etwas Vanille in meinen Mürbeteig immer. Und das verrühren wir schon mal miteinander, schön schaumig. Sehr schön, schön homogen. Jetzt kommt hinzu unser Joghurt, griechischer Joghurt, 2 Esslöffel. 1, 2, 90 Gramm Butter. Und zwar habe ich die vorher zerlassen und schon mal abkühlen lassen. Und ich habe hier noch etwas getrocknete Zitronenschale. Ich sage ja immer, reibt euch die Zitrone ganz ab. Und hier habe ich jetzt so einen getrockneten Rest. Und da gebe ich jetzt eben die abgeriebene Zitronenschale einer halben Zitrone hinzu. Das gibt noch ein schönes, frisches Aroma für den Teig. Muss man auch nicht unbedingt machen, aber mache ich gerne. Vanille und Zitrone sind so meine Lieblingskombinationen. Und das nochmal schön verrühren. Das reicht auch schon. Und jetzt kommt noch unser Mehl, vermischt mit etwas Backpulver hinzu. Und zwar haben wir 260 Gramm Mehl mit einem Teelöffel Backpulver ungefähr. Es kann auch etwas mehr Mehl sein, das müssen wir sehen. Wir haben ja unser Joghurt nur so grob abgemessen. Deswegen kann es auch mal sein, dass wir da noch etwas mehr Mehl hinzufügen müssen. Ich mache das immer so, dass ich mein Mehl vorher mit dem Backpulver verrühre. Dann verteilt sich das einfach besser und hängt da nicht irgendwo an einer Stelle. Ein Teelöffel Backpulver. Gerade noch schön vermischen. Und das geben wir jetzt hier dazu. Und das verrühren wir jetzt alles miteinander möglichst kurz, denn das Mehl darf bei einem Mürbeteig nicht so lange untergehoben werden, sonst wird der Teig hart. Und ihr seht, sobald sich so ein Klumpen bildet am Rührer, da können wir dann mit den Händen noch kurz geschmeidig kneten, aber wirklich nur kurz und dann ein Viertel des Teigs abnehmen. Der wird nämlich eingefroren und der Rest kommt in unsere 26 cm Springform. Gerade einmal noch mit den Händen so den letzten Schliff geben. Und da seht ihr auch schon, er formt sich schon gleich zu einem Teig. Dann ist er genau richtig, duftet auch wunderbar. Gerade einmal so ein bisschen zusammendrücken. So ein Teig darf auch ruhig einen Tag vorher zubereitet werden, darf dann im Kühlschrank lagern, dann ziehen die Aromen noch besser miteinander durch und er ist noch aromatischer. Und ihr seht, er ist ein wirklich wunderschöner, geschmeidiger Mürbteig. Jetzt nicht zu lang kneten, sondern jetzt kommt einfach ein Viertel hiervon in den Gefrierschrank und den Rest legen wir uns in unsere 26 cm Springform.
einfach hier mal ein Viertel markieren. Und dieses Viertel, das rolle ich mir jetzt so ein bisschen zu einer Rolle. Gerade so ein bisschen einpacken. Und ab damit in den Tiefkühler. Und hier haben wir jetzt unseren Rest. Dann nehmen wir uns ein bisschen was auch für den Rand ab. Da können wir nachher eine Rolle formen und den Rand schön auslegen. Und den Rest hier, den knete ich mir ganz kurz nochmal rund und drücke ihn dann einfach in die Form. So, der Teig sollte natürlich überall möglichst gleichmäßig verteilt sein. Jetzt können wir uns hier den Rest noch nehmen und ihn einfach so zu einer Rolle formen. Es geht in kleinen Teilstücken immer so ein bisschen besser. Und dann kann man die so aneinander setzen und dann nachher verbinden. Und jetzt drückt man hier einfach hoch mit den Fingern. Einfach schön miteinander verbinden dann auch die Stücke. Und wenn eure Form nicht so gut beschichtet ist, dann könnt ihr die Form gerne auch vorher etwas fetten und bemehlen. Der Teig ist in der Form. Wir stechen mit einer Gabel ein. Jetzt kommt der Teig bei mir in den Tiefkühler, solange bis ich die Fruchtfüllung und die Käsekuchenfüllung zubereitet habe. Das verhindert, dass der Mürbeteig beim Backen schrumpft. Und wir brauchen hier auch nicht vorzubacken. Es reicht, wenn wir einfach diesen Teig jetzt schön kühl stellen. Während unser Ofen schon mal vorheizt auf 175 Grad Ober-Unterhitze, können wir die Fruchtfülle vorbereiten. Und ich nehme jetzt hier, wie gesagt, Erdbeeren. Und zwar habe ich tiefgekühlte und ein paar frische. Und zwar sind es 250 Gramm. Und ich gebe noch 250 Gramm Rhabarber hinzu. Da könnt ihr aber auch zum Beispiel Kirschen verwenden, also auch Kirschen aus dem Glas. Ihr könnt Himbeeren nehmen, jegliche Art von Beeren, die ihr wollt. Oder auch andere Früchte im Sommer, dann zum Beispiel Pfirsich oder Aprikose. Oder im Herbst dann Zwetschge oder was auch immer euer Garten so hergibt. Ich kann mir das Ganze auch wirklich mit Quitten vorstellen, durchaus. Der Zuckergehalt richtet sich so ein bisschen nach den Früchten, wie säuerlich oder süß sie sind. Ich gebe jetzt hier 100 Gramm Zucker hinzu, einfach weil der Rhabarber doch etwas säuerlich ist. Und dann kommt noch Stärke hinzu, 40 Gramm. Und wenn es nicht genug Flüssigkeit sein sollte nachher beim Kompott, dann kann man noch etwas Fruchtsaft oder Wasser hinzugeben. Und jetzt kochen wir uns das Ganze auf und kochen es so ein bisschen ein, dass es eindickt und wir es nachher dann auf den Mürbeteig geben können. So, also gerade auf die Herdplatte und ein bisschen erhitzen. Gerade alles verrühren. Und wie gesagt, sollte da zu wenig Flüssigkeit dabei sein, dann einfach noch etwas Wasser hinzugeben. Aber durch den Zucker gibt es jetzt auch gleich noch eine schöne Flüssigkeit. Der löst sich ja auf und die Früchte haben auch noch etwas Wasser. Also das klappt eigentlich immer ganz gut, dass es eine schöne dicke Masse dann auch für den Boden wird. Ihr seht, da löst sich jetzt auch die Stärke mit auf und dann dickt das nachher schön miteinander an. Und wer möchte, kann jetzt hier noch etwas Gewürz hinzugeben, zum Beispiel Vanille oder Tonkabohne. Ich finde immer, zu Erdbeere und zu Rhabarber passt am besten Vanille, deswegen gebe ich noch eine Teelöffel Vanillepaste hinzu. Nach einigen Minuten und noch etwas Wasserzugabe, so etwa eine halbe Tasse habe ich noch zugegeben, sieht unser Fruchtpüree jetzt schön dick aus. Das wird wunderbar sein für den Belag unseres Mürbeteigs. Gerade auf einen flachen Teller umfüllen, dann kühlt sie etwas ab und das geht dann auch schneller, als wenn man sie im Topf lässt. Ja, und wie gesagt, da könnt ihr alle möglichen Lieblingsfrüchte für verwenden. So, ihr seht, das wird auch schön dick, also das wird sich gut auf dem Boden dann machen. Perfekt. Jetzt bereiten wir uns die wunderbare weiße Joghurt-Käsekuchen-Füllung zu. Wir brauchen dazu die drei Eiweiß, die wir uns vorhin abgenommen haben. Am besten hier nochmal wieder eine Prise Salz, eine ganz kleine. Dann lässt sich das Eiweiß einfach besser aufschlagen. Also drei Eiweiß, 75 Gramm Zucker kommt hinzu und wir schlagen uns das schön schaumig. Ein bisschen Vanille gebe ich gleich noch hinzu, aber erstmal schaumig schlagen. So, und ihr seht, das ist eine wunderschöne Meringue geworden. Die Spitzen fallen so ein bisschen um, das ist in Ordnung. Das stellen wir uns jetzt gerade beiseite, denn jetzt brauchen wir noch unseren griechischen Joghurt. Und zwar habe ich jetzt hier 400 Gramm noch griechischen Joghurt. Dazu rühre ich nochmal 40 Gramm Stärke. Einfach gerade dazu rühren. Perfekt. Gerade noch mal etwas Vanille, auch wieder nach Belieben, aber ich finde das super lecker. Da kann man auch noch Zitronenschalenabrieb oder auch Orangenschalenabrieb je nach Rezept hinzufügen.
Sehr schön. Und jetzt nehmen wir uns wieder hier unsere schöne Meringue. Wir geben uns jetzt den Joghurt hier auf die Meringue und heben den nur gerade unter. Also es ist wirklich sehr, sehr raffiniert, dieses Rezept. Mir gefällt es richtig gut. Gerade noch mit Verrühren. Das reicht auch schon nicht zu lang. Wir wollen ja möglichst viel Fluff noch drin behalten. Wir können auch noch mal mit dem Spatel so ein bisschen nacharbeiten und unterheben. Wunderschön, eine wunderschöne Käsekuchenfüllung. Und hier könnt ihr jetzt natürlich auch abschmecken, ob sie euch so auch gut gefällt, ob sie süß genug ist, ob genug Aroma drin ist. Fantastisch. Wie gesagt, nicht zu lange jetzt herumrühren, sondern jetzt wird alles zusammengesetzt. Ich gebe jetzt von meiner schönen Fruchtfülle hier auf den Boden. Der Boden muss nicht vorgebacken werden. Wundert euch da bitte nicht. Schön verteilen. Hier oben drauf kommt natürlich jetzt unsere leckere Käsekuchenmasse. Wahnsinn! Allein die Farben, wunderschön. Einmal noch so ein bisschen verstreichen. Hoi. Was für ein faszinierender, raffinierter Kuchen. Jetzt haben wir natürlich noch unseren tiefgekühlten restlichen Teig. Und den werden wir jetzt einfach gerade hier rüber raspeln. Der Teig ist ja jetzt so ein bisschen gefroren. Dann gibt sich eine schöne, raspelige Struktur. Schmeckt dann ganz besonders interessant. Wem das zu mühselig ist, der kann natürlich auch gerne einfach sozusagen Streusel abnehmen. Aber ich finde das mal was anderes und richtig schön raffiniert. Schön noch ein bisschen verteilen, dass alles irgendwie halbwegs bedeckt ist. Und jetzt kommen noch zum Schluss unsere Mandelwäldchen oben auf und etwas Zucker. Und dann kann unser Kuchen schon in den Ofen. So, die geben wir jetzt einfach hier gerade so locker drüber. 100 Gramm. Oder so viel ihr möchtet. Ihr könnt auch weniger verwenden. Dass einfach die Oberfläche schön bedeckt ist. Sehr, sehr schön. Und zum guten Schluss noch ein Esslöffel Zucker oben drüber, damit das eine schöne mandelige Karamellkruste gibt. Oh mein Gott, ich weiß jetzt schon, dass dieser Kuchen einfach fantastisch wird. So etwa ein Esslöffel. Wunderbar, unser Kuchen ist fertig vorbereitet und darf jetzt ungefähr 50 Minuten bei 175 Grad Ober-Unterhitze in der Mitte des vorgeheizten Backofens backen. So sieht nun unser Kuchen nach 50 Minuten Backzeit bei 175 Grad aus bei mir. Ich lasse ihn jetzt in der Form vollständig auskühlen und dann werden wir ihn gemeinsam probieren. Nach dem Abkühlen habe ich den Kuchen schon rausgeschnitten aus der Form und er sieht wunderschön aus. Er ist richtig appetitlich, die Mandeln schön geröstet und richtig eine schöne Kruste hat er außenrum. Eine letzte Sache mache ich noch. Ich gebe etwas Puderzucker oben über, einen Hauch. So, das reicht schon, dass man noch so schön die gerösteten Mandeln auch durchschimmern sieht. 2, 3 Erdbeeren kommen noch in die Mitte und dann ist der Kuchen für mich fertig. 1, 2 und 3. Natürlich können das auch andere Früchte sein, je nachdem, was eben unten in der Fruchtfülle drin ist. Und man kann auch einen Kranz oben aufsetzen. Aber ich finde es so bei diesem Kuchen eigentlich am schönsten. Ja, lasst uns probieren. Erstmal gibt es natürlich einen schönen Tee dazu. Und dann wollen wir unseren leckeren Kuchen einmal anschneiden. Ich freue mich schon sehr. Wunderbar. Geht gut durch.
Und da kommt unser Erdbeer-Rhabarber-Schichtkuchen, einfach fantastisch. Erdbeere, rot, Käsekuchen, weiß und die wunderbare gebräunte Knusperhaube. Mega lecker. Ich freue mich wahnsinnig aufs Probieren. Es duftet lecker, der Tisch ist schön gedeckt. Lasst uns loslegen. Und schaut euch mal diese wunderschöne Optik an. Wirklich der Wahnsinn. Traum. Super, super lecker. Die Kombination aus dem knusprigen Mürbteig, dann die beiden Schichten, die Frucht und der Käsekuchen, um diese helle Käsekuchen, einfach fantastisch. Müsst ihr ausprobieren, müsst ihr nachbacken. Es ist wirklich ein Traum und gehört in jedes Rezeptbuch, ich sag's euch. Das war mein leckerer Erdbeer-Rhabarber Schichtkäsekuchen mit Mandelkruste, ein wirklich raffiniertes Rezept. Probiert ihn unbedingt einmal aus, ihr werdet ihn einfach lieben. Ihr könnt mir auch gerne dann eure Fotos schicken auf Facebook oder Instagram, wie immer. Die Links dazu findet ihr hier unter dem Videotitel in der Beschreibung. Dort steht auch alles andere nochmal, alles Wichtige. Wir sehen uns nächste Woche hier wieder am Sonntag um 10 Uhr. Bis dahin macht's gut, viel Spaß beim Backen und tschüss!